any moral position to tell anybody how corrupt they are. You should be quiet. When you have spilled the blood of human beings, has Nigeria dropped an atomic bomb and killed people in Hiroshima and Nagasaki? Have they killed off millions of Native Americans? How dare you put yourself in that position as a moral judge? I think you should keep quiet. You should be quiet when it comes to moral condemnation.
Wir reden über Terror immer dann, wenn irgendwo in unserer Nähe was passiert. Und je näher es ist, desto mehr reden wir darüber. Eigentlich reden wir nur über unsere Angst, dass es uns treffen könnte. Wir sind gar nicht empathisch. Wir denken gar nicht darüber nach, dass es andere getroffen hat, sondern wir versetzen uns in die Lage derer, um uns Sorgen über uns zu machen. Wir sind maßlos, arrogant, degutant. Wir blicken auf andere herab. Wir machen uns kein Bild von ihren Existenzen. Wir sehen darin Zahlen und Statistiken. Verhandlungsmasse. Hat sich einer von euch mal vorgestellt, was es bedeuten würde, wenn ihr jetzt in diesem Moment diesen Saal verlassen müsstet, weil Bomben auf ihn geworfen werden und in derselben Nacht noch ohne Koffer zu packen euren kleinen Arsch in ein Schlauchboot zwängen müsstet, zusammen mit eurer Familie in Dunkelheit bei Wind und Wetter über ein Meer schippern müsstet? Hat sich einer darüber Gedanken gemacht, was das bedeutet, diesen Entschluss zu treffen? Oder glaubt ihr den Scheißdreck, dass es diesen Menschen, die flüchten, darum geht, uns auszunutzen, dass sie Schmarotzer sind? Sozialtouristen, was für eine Arroganz, was für eine maßlose Arroganz besitzen diese Menschen, die ihre Stimmen damit fangen, dass sie Stimmen in den Köpfen der anderen erzeugen. Halluzinationen!
Once you get on, it's open. Okay, Roger. I see your element. You got about four Humvees.